Mein Name ist Anita Marin. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus einer sozial schwachen Familie. Das heißt, bei uns ist zu Hause nicht alles rosig gelaufen. Ich habe ganz regulär am ersten Bildungsweg meine Realschule gemacht. Ganz normal. Ich war ein Durchschnittsschüler. Habe auch mit keiner Silbe dran gedacht, irgendwann mal irgendwie zu studieren, weil das für mich einfach eine Welt war, die sekundär an meiner vorbeilief. Ich war artig, ich habe auf meine Eltern gehört. Meine Eltern haben gesagt, mach eine Ausbildung. Habe ich gemacht. Ich bin in den Westen gegangen, sehr, sehr weit weg. Habe dort meinen Facharbeiter gemacht, 3 Jahre ganz normale handwerkliche Ausbildung zur Verkäuferin. Und bin dann in die Arbeitswelt gegangen für 11 Jahre und war da tätig und hatte dann da das Problem, dass ich auf meinem Arbeitsplatz mich nicht weiterentwickeln konnte. Ich stand also still. Mein Kopf brauchte aber Bewegung. Das habe ich dann herausgefunden, dass ich sehr gerne lerne, dass ich mich sehr gern bilde und dass ich auch immer neugierig war und neugierig bin, was dazu zu lernen. Ich habe mit meinem Chef damals gesprochen und er hatte mir versichert, dass es für mich in meiner Branche, weil ich so ziemlich alles erreicht hatte, keine Fortbildungsmöglichkeiten gab. Und dann gab es bei mir nach 11 Jahren Arbeitstätigkeit einen Bruch. Ich bin zurück zu meiner Familie, weil ich auch Sehnsucht nach meiner Familie hatte und näher an meiner Familie dran sein wollte. Und habe mich entschlossen, bevor es wirklich zu spät ist, eine Ausbildung zu machen zum Bühnendarsteller. Und habe dann nach meiner Arbeit am Theater eine Ausbildung oder einen Schulweg über den zweiten Bildungsweg an einem Abendgymnasium in Leipzig begonnen. Das muss man sich so vorstellen, das Abendgymnasium läuft so, dass man unterm Tage arbeitet. Es wird auch vorausgesetzt, dass man mindestens eine Arbeit für 450 Euro hat. Das Abendgymnasium ist darüber hinaus auch noch auf Menschen wie euch eingestellt. Das heißt, es gibt weniger Hausaufgaben. Ganz Hausaufgaben kann man nicht vermeiden. Ihr müsst euch natürlich darauf vorbereiten. Bei mir war es dann so, dass durch das Arbeiten das Lernen zu kurz kam. Das wusste ich aber und ich habe ein schlechtes Abitur in Kauf genommen als gar keins. Ich hätte besser sein können. Ich habe ganz ehrlich also keinen guten Schnitt und habe es in Kauf genommen, weil ich gar keine andere Wahl hatte. Ich wollte das Abitur unbedingt. Ich wollte auch und will immer noch studieren und werde auch studieren. Ich habe meinen Universitätsplatz an der Universität Halle. Ich werde Lehramt studieren. Ich habe jetzt im Sommer mein Abitur gemacht. Und mein Vater ist mittlerweile sehr aufgeschlossen. Das heißt, er hat sich ein bisschen geöffnet, er hat das ein bisschen zugelassen, weil er gesehen hat, es gibt keinen anderen Weg. Meine Tochter wird studieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und mein Vater ist da ganz süß gewesen. Er hat mich jetzt letzte Woche gefragt, Anita, was ist ein NC? Und dann habe ich das ihm erklärt. Und mein Vater hat dann noch weitere Fragen gestellt. Und es ist einfach Aufklärung. Ihr müsst mit euren Eltern reden. Und dann ist dann auch das Verständnis da. Ja. Immer wieder versuchen. Ich meine, das nervt irgendwann und man denkt sich dann irgendwann auch, ich bin es leid, aber es ist es wert. Es ist es wert.